So, ich muss Bauarbeiter auswählen. Was zählt da nochmal? Aber Baustellen. Ach, ah, Mist, genau die, die ich ausgebildet habe, zählen da natürlich nicht zu. Baustellenträger, Zimmerer, Planierer. Entdecktes Gebiet. Ich habe 59% entdeckt und 26% eingenommen. Soweit so gut. Oh Gott, wir müssen ja erst ein bisschen hinten. 8 Hämmer und 12 Seile. Wie viele Seile habe ich? Sehe ich? Wo sehe ich die Seile? Bergbau, selten, Wertsachen. 3, okay, Seile habe ich mehr als genug, aber ich brauche noch 8 Hämmer. Stellen wir einfach mal 10 her. Einfach, weil wir es können. So, ich mache jetzt einfach mal hier hinten noch einen Wachturm hin, dass wir mal näher an Silber rankommen. Ich glaube, wir hatten ja hier die Möglichkeit eines Weges. Yep. Und den hier reiße ich ein. Muss ich den überhaupt einreißen? Ne, eigentlich nicht. Und weil er das Gebiet nicht mehr ausdehnen kann, muss ich den ja nicht abreißen. Ist ja Quatsch. So, hier werden wir auch noch mehr Holzspeere herstellen. Einfach, weil wir es können. Ich glaube, es ist noch so eine Sammelhütte, die wäre ganz gut. Mir geht ja ein bisschen die Nahrung aus, habe ich so einen Eindruck. Und das möchte ich natürlich nicht. Oh, Moment, das sind immer noch unsere Fit. Geist dann immer noch da hinten rum. Ja, gut. Dann sollen sie das mal machen. So, und da auch unendlich. Dann können wir nämlich unendlich von unseren Veteranensoldaten herstellen. Ausbilden. Warum sage ich mal herstellen? Ihr wisst, was ich meine. Heroischer Draufgänger mit einer magischen Klinge. Wow. Jetzt willst du doch noch einen Steinbruch haben. Na komm, der kommt hier hin. So, hier habe ich doch alles. Ich weiß nicht, was er, warum er mir das hier alles noch aufgeblättert hat, aber. So, Handelsposten. Damit starten wir mal. So, sieht man, wer die Ware bringt? Nee, leider nein, leider gar nicht. Wir haben auch irgendwie noch keinen Handelsträger. Doch, 5 Stück haben wir. Holen wir uns ein paar mehr dazu. Damit das hier auch was wird.
Unbekannte Baustelle entdeckt. Ach, guck an, das ist er. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Also, warum erklärt sich jetzt niemand bereit, die Sachen rüber zu schleppen, obwohl wir Handelsträger haben? Weil die 12 Echse, die habe ich ja auf Lager. Haben wir wieder ein Dieb was gestohlen, obwohl ich hier Wachen habe, die genau das verhindern sollten. Mann, Mann, Mann. Einmal gutes Personal finden. Das wär's. Ach, eine Windmühle habe ich noch gar nicht hier. Gucke mal eine an. Sprich, eine Bäckerei auch noch nicht. Irgendwie so richtig klappt das nicht. Warte mal, ich stelle noch mal. Ich stelle einfach noch mal ein paar Äxte her. Ich habe doch hier bestimmt noch irgendwo ein paar Banditen. Ich frage mich, wie man das wieder aufheben kann. Wahrscheinlich gar nicht, oder ich muss ihn einfach wieder hier hinsetzen, damit die zurückkommen. Ach, du bist ein Entdecker, okay. Dann nehmt mal schön Land ein, dann können wir auch die Baustelle da hinten versorgen und fertigstellen. Ach guck mal, zwei Ex haben wir jetzt schon geliefert. Ja nett, dann scheint das doch irgendwie... scheinen wir doch ein paar mehr zu brauchen. Oder ist es, weil die frisch produziert sind und jetzt deswegen von hier direkt abgeholt werden? Ich weiß es nicht. Hauptsache es funktioniert. Das ist das Wichtigste. Oh, geteilte Weltsicht. Das ist natürlich ganz wichtig, da ich alles um ihn herum schon aufgedeckt habe. Also ihm hilft das auf jeden Fall. Wir haben da mal so gar nichts von. Na, wird irgendeine Wache den Dieb aufhalten? Irgendjemand, der sich berufen fühlt? Nö, warum auch? Wäre albern. Nur weil wir hier permanent ausgeraubt werden, heißt ja nicht, dass man was dagegen tun muss. Da habt ihr noch ein Lager. Komme ich da denn mit meiner Garnison hier hinten dran? Nee, da komme ich doch nicht immer hin. Ha! Pfiffig von euch. Gefällt mir nicht. Ich brauche hier eine weitere Garnison.
Also und sobald die steht, können wir mal. Vielleicht sollen wir den noch einen weiteren Entdeckerposten bauen. Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt, oder? Machen wir jetzt einfach mal hier hin. Wie weit ist denn die Reichweite von dem hier? Ach, guck mal, der reicht gar nicht weiter. Das heißt, wir haben quasi hier mit dem schon fast alles entdeckt hier. Ist ja dann kein Wunder, dass wir nichts weiter entdecken können. Lieferung erfolgreich zugestellt. Nice. Wir sind schon mal 80%. Das heißt, wenn wir jetzt doch alsbald die Statue hier fertig kriegen, könnte das schon reichen, dass wir diese Karte schaffen. Dann würde ich sagen, lasse ich das Tempo hoch und guck mal, dass wir es hinkriegen. So, wie schaut's hier aus? Alles da, nur keine Bauarbeiter. Aber die Zimmerer sind schon unterwegs. So, dann einfach nur um das Ziel zu haben, baue ich jetzt hier meinen Silbertagebau hin. So, her mit dem Schwert schwingenden Personal. Und hier haben wir jetzt auch... Nein! Oh Mann, warum muss das in die Richtung ausgerichtet sein? Und ich habe mich schon gefreut. Hey, hier oben ist ja viel mehr Silber. Ach, jetzt einer, der hier mal eben die Ecke drumherum macht. So, das schafft er auch noch von der Reichweite her. Ihr müsst es nur machen. Direkt hier nochmal einen weiteren Wachturm. Hey, noch genug Personal in der Hinterhand. 79 habe ich insgesamt. Und 30 sind bereit für eine neue Aufgabe. Das ist schön. Ach, ihr wartet hier, genau. Können wir auch hier noch ein weiteres Camp machen. Finde ich, glaube ich, nicht verkehrt. Kein Personal anwesend. Ich brauche Spitzhacken, okay. Das sollten wir doch hinkriegen. Keine 40 Eisenbarren. Warum eigentlich nicht? Weil ich nur einen habe. Weil die ganze Zeit reserviert werden. Das ist schlecht. Da brauche ich auf jeden Fall noch eine weitere Schmelzhütte. Und ihr hört jetzt mal bitte auf, Schwerter und Rüstungen zu produzieren. Denn ich brauche die Eisenbarren. Ach, guck mal, ein Diebeslager.
Da könnt ihr doch mal hingehen und direkt mal vorstellig werden. So, das erste Lager ist down. Und leider auch diverse Truppen von uns. Zack, nächstes Lager down. So, jetzt müsste ich theoretisch nur noch ein paar Silbermünzen lagern. Ich hatte doch mehr Veteranensoldaten ausgebildet, oder? Warte mal. Waffen. Ich habe keine Waffen mehr? Habe ich alles direkt hier verwurstet? Nee, warte mal. So, ich habe das alles hier eingelagert, aber noch gar nicht die entsprechenden Soldaten ausgebildet. Das ist ja fatal. So, wir können jetzt hier weiterbauen. Sehr schön. Ich glaube, damit wir noch ein bisschen schneller werden, hole ich uns noch eine Schmelzhütte hinzu. Wir brauchen hier insgesamt 40 Barren. Es ist halt einiges und die brauchen leider immer so ein bisschen Zeit. Achso, Moment. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, warum ich das noch nicht gemacht habe, aber... Warum ist sie immer noch aktiv? Ne, Eisenbahn kriegt ihr nicht. Die brauche ich gerade für eure Statue. Juhu, mehr Rohstoffe zum Verbauen. Immer her damit. Na los, es gibt immer noch Diebe hier. Ja, hier scheint es einige Diebe noch zu geben. Nur leider ist es noch nicht entdeckt worden, wo genau die sind. So, komm, schmelzt schneller, ihr Hütten! Ich lasse euch jetzt mal beide nur Eisenbarren herstellen. Weil Silberbarren brauchen wir gerade nicht. Überhaupt nicht. So, Steine sind alle da. Es fehlen nur noch die Eisenbarren. Dann haben wir auch diese Mission geschafft. Herrlich. Wo ist meine Münzprägerei nochmal? Die war hier hinten irgendwo, ne? Da. Bist du total voll? Brauchen wir noch eine weitere Schatzkammer?
Gut, kein Problem. Ich brauche keine Eisenbarren. Also, es fehlen nicht mehr viel. Noch 6 Eisenbarren müssen hergestellt werden. Und natürlich auch noch hingeliefert. Vielleicht kriegen wir ja vorher noch das mit dem Reichtum hin. Ach, guck mal, da ist das Lager. Wo ist meine Garnison? Da. Da sagen wir doch mal Hallo. Dann haben wir massiv eingebüßt. Und hier sind immer noch ein paar Meisterdiebe auch. Nicht nur geschickte Diebe, sondern auch noch Meisterdiebe. So, 2 Lager zerstört. Und wieder einige Soldaten verschlissen. Aber das ist mir egal. Wie schaut's aus? Yay, die letzten 3 Eisenbarren sind unterwegs. Und damit dürfen wir auch gleich die Mission geschafft haben. So, komm, wo ist der letzte? Da ist der letzte Eisenbarren. Für diesen epischen Moment drehen wir das Tempo runter und bewundern die Schönheit des großen Ebers der Entschlossenheit. Sobald unser Zimmerer es fertig geklöppelt hat. Boah, jetzt lässt sich aber Zeit, Kollege. Komm, noch ein Schlag. Bäm. Ha! Okay, doch, gewonnen. Sehr schön. Ich war mir jetzt erst nicht sicher. Ich dachte erst, das reicht nicht. Ja, jubelt mir zu. Sehr schön. Die Karte hätten wir auch geschafft. Wunderbar. Ihr Lieben, dann bedanke ich mich hier an der Stelle. Ach, guck mal, Feuerwerk. Nice. Dann bedanke ich mich doch mal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben, Tschüssikowski!